Hallo, meine lieben Leute, willkommen zurück hier in. Timer starte. In Hauloli. Nein. Doch, Hauholi City, so heißt die. Der größten Stadt Alolas, wie es ausschaut. Und wir sind hier beim Erkunden stehen geblieben. Und hier wird anscheinend was gebaut. Hey, Mädel, red mit mir. Warum ignorierst du mich? Ich habe zwar schon mit dir geredet, aber ich möchte mit dir reden. So, habt ihr was Wichtiges zu sagen? Macho! Ja, ja, ja. Sind auch nur am Protzen. Mai, mai, mai. Mein Gott, was ist hier los? Was ist los? Ich habe keine Ahnung, was hier gebaut wird. Aber egal, was auch immer hier entsteht. Auf ein solides Fundament kommt's an. Deswegen haben sie hier mit der Attacke Dampfwalze erstmal alles platt gewalzt. Warum haben sie nicht Walzer eingesetzt? Ja, darf ich hier was klauen? Oh mein Gott, das hier gibt's wirklich Polizier. Gut. Jupp, jupp, jupp. Hehehe, pass auf, ich geb mir einen Tipp von Trainer zu Trainer. Ich bin eigentlich gar kein Polizist, ich schau nur so aus. Wenn du es mit starken Gegnern zu tun hast, dann gib dem Pokémon bestimmt die Items zum Tragen. Das erhöht nämlich ihre Status fertig. Blö, blö, blö. Okay, das ist die Puppe von Qualbulululul. Ist das wirklich die Polizei? Ich weiß zwar nicht, was eine Polizei ist, aber wir haben hier einfach nur eine Polizeistation aufgebaut, damit es wichtig wirkt. Ich weiß zwar nicht, wie es in anderen Regionen zugeht, aber in Alola ist es immer friedlich. Die Leute hier haben bestimmt Angst, von den Schutzpatronen der Insel bestraft zu werden. Jo, jetzt wenn ich mal an die Legis aus den anderen Regionen denke, scheint denen eigentlich ziemlich wurscht zu sein, was abläuft. Die leben einfach ihr Leben. Da ist schon was Wahres dran. Aber warum gibt es hier dann eine Polizei? Besonders hier in dieser Region, wenn eh hier schon so gesehen eine Polizei auf Patrouille geht, ne? Diese Schutzpatronen, das ergibt sich mir nicht so. Reden, Junge. Hey, da ist auch ein Polizist. Bei uns wächst selbst in der Stadt Toastgras. Das fördert den Zusammenleben mit Pokémon. Die Zäune um den Guard werden von Dede Lima und sein Barbiegel in Schuss geschalten. Ja, 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 unser Captain ist eben sehr auf Detail beachtet. Nur stört es irgendwie. Weil ich nirgendwo hinkomme. Deswegen, weil, ja, frisch irgendwie. Frisch aufgemalt. Und deswegen darfst du hier nicht weiter. Und eigentlich wollte ich nicht zurück. Aber egal. Hallo. Wenn das sind Tiererinnerungen, die man seinen Pokémon ansteckt. Angeblich gibt es auch außerhalb der Alola-Region verschiedene Sorten Bänder. Das Rathaus kümmert sich darum, die Straßen unserer Stadt in Schuss zu halten, damit sie für Pokémobil-Pokémon begehbar sind. Erstens, was sind das für Pokémon? Zweitens, warum Pokémobil-Pokémon? Reicht eine Pokémon-Mobil? Egal. Okay. hallo, kann ich deinen Trainerpass sehen? Warte, du bist doch sie, bestimmt. Ich habe deine Anmeldung bearbeitet. Du bist zusammen mit deiner Mutter und einem Mauti hierher gezogen, richtig? Alter, wie die schon alles wissen von mir, ne? So richtig, wie heißt's? Data Mining oder sowas, ne? Oder Big Data? Ne, die ganzen Konzerne und Facebook und Co., die sammeln alles Mögliche an Informationen, ja, oh mein Gott, das spielt hier auch, ne? Bist du schon Mauzi aus Alola? Schau da anders aus, ja. Ja, das habe ich schon gesehen und so. Schon wieder so Türen, die keine Türen sind. Wir zwei werden heiraten und sind hier, um den dazugehörigen Papierkram zu erledigen. Unsere Familie wächst und Pokémon haben wir auch jede Menge. Bei uns ist immer was los. Joa,
Ach ja, junge Leute, die sich verlieben und heiraten wollen. Sagt der, der noch nicht mal eine Freundin oder einen Freund hatte. Mir ist ja, oh, jetzt komme ich wieder auf das Thema zu sprechen. Ne? Mir ist ja eigentlich wurscht, nur mir geht es halt eigentlich darum, ich möchte eine Familie gründen und da passt eigentlich eine Freundin besser, weil da kann ich eine Familie damit gründen, mit Kindern. Mit einem Mann wird das ziemlich schwierig. Weil es mir jetzt bei einer Beziehung nicht um Sex geht, ist es mir wurscht. Ob Mann oder Frau. Ja, nur mal so. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss das ansprechen, wie meine Einstellung ist, wenn ich sowas erwähne, weil so und das kann irgendwer was falsch verstehen oder irgendwie, wah. Ich beuge nur Probleme vor, so gesehen, ne? Im Rathaus Dokumente nachzujagen, erinnert mich ein bisschen an alte Videospiele. Erklärt uns aber nicht, warum. Die Stadt sauber zu halten und die Angestellten des Pokémon-Zentrums zu unterstützen, zählt auch zum Aufgabenfeld des Rathauses. Jo. Das ist wenigstens mal eine Erklärung, warum das immer gratis ist, ne? So wie gratis Bildung ist halt hier gratis Pokécenter, ne? Kann ja auch sein. Ich arbeite gerade an der Stadtplanung. Mein Ziel ist es, den Lebensstandard der Menschen und der Pokémon zu verbessern. Nicht, dass man es dann mit seinem Wahn, was zu verbessern oder verbessern zu wollen, etwas übertreibt und dann insgesamt alles schlimmer macht. Nanu, sieht so aus, als würden uns bald die Bären ausgehen. Ich darf nicht vergessen, so schnell wie möglich eine neue Lieferung zu bestellen. Oh mein Gott, was sollen wir dann ohne Bären machen? Habe ich die Frau da ausgelassen? Okay. Das Geräusch war interessant. Frau! Hallo. Hier hast du etwas Medizin für deine Pokémon. Boah, wir hätten Belieber! Verpasst. Was gibt Schöneres als fröhliche Kinder und Pokémon? Ja. Ich habe gerade darüber nachgedacht, warum ergibt das gerade Sinn? Warum sind wir dann glücklich und wie hängt das mit dem Beleber zusammen? Ja, aber ja, kann uns helfen, deswegen glücklich und sowas. Ist ja auch wurscht. So, dann gehen wir zu dem Pierre, wenn wir dürfen. Zum Hafen. Hallo. So wie du aussiehst, bist du doof. Hey. Herr Scherz. Wollen dich alte Damen bestimmt knuffen. Sorry, bestimmt ständig in die Wange. Achso, das ist ja das Gleiche. Ach Mann, warum sagst du das, was mir gleich in den Kopf kommt? Knufft mich nicht. Achso, du bist der möchte gern, ich bin wichtig. Ein Corazon. Son. Ja, das ist Pokémon Sonne, Corazon. Das Meer der Alola-Region ist groß und weit, aber die Fährte transportiert dich mit atemberaubender Geschwindigkeit zur Nachbarinsel. Können wir selber reisen mit irgendwie Surfer oder so? Das Wichtigste ist die Verteidigung. Wenn du das X-Abwehr-Exemplar hier hast du. Hältst du so ein X-Item in der Hand? Schaut so blau aus. Was ist das eigentlich? Hallo. Es kommt nur auf die Kraft der Angriff. Hier kriegst du einen Angriff, ne? Wahrscheinlich, ne? Ja, ich weiß es doch. Ich kann das Spiel lesen. Ja, du liest auch die Texte vor. Deswegen kannst du ja das Spiel lesen. Sehr gern. Okay, ich gehe in die Ecke und schäme mich. Okay. Passt. Ich könnte jetzt aufstehen, dann ist das voll witzig, weil dann stehe ich in der Aufnahme auf und wenn man das bei einer Facecam macht, ist das immer voll lustig und dann feiert man das, weil das ist voll lustig, dass man aufsteht, weil das ist voll lustig, wenn man aufsteht. Ja. Wusstet ihr das noch nicht? Da ist Pierre. Nirgendwo lässt es sich besser an oder von irgendwas. Ich habe nicht fertig gelesen. Keine Ahnung. Hallo. Alola ist einfach toll. Hier kann man sogar auf den Rücken einiger Pokémon reiten. Das kann man auch in Kalos. Und auch in anderen Pokémon. Ja, eigentlich in allen Gens sogar, ne?
Oh, mein geliebtes Alola, endlich liege ich in deinen Armen. Okay. Das scheint ein Problem dieser Beziehung zu sein mit, ja, die möchte fremdgehen mit Alola. Was ist das hier eigentlich? Oh, ein Kunde, endlich! Souvenir, willst du sowas? Ah, du verkaufst dich eh nicht, also kriegst du nichts. Manchmal frage ich mich, ob sich auch nicht ein Rotom in Getränkeautomaten versteckt. Oh mein Gott, das Auszukauf, wie ich überhaupt nichts bekomme. Feuerlöschlösch. Darf ich hier nicht lang gehen oder was? Es tut mir fürchterlich leid, aber momentan ist der Pferdeprägen-Inspektor eingestellt. Wie man einfach überhaupt nichts bekommt. Mir wurde viel versprochen, bekomme aber nichts. Du. Hallöchen, ich bin Kapitän Elima. Jo, 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 Team Skulls Art zu grüßen ist nicht zu grüßen. Ist das wirklich Team Skulls? Oh Gott. Yo, Captain, lass mal deinen Pokémon rüber! Ach, dich kenne ich doch von der Trainerschule. Du bist also gleich nach Hauholi gekommen. Oh Gott. Ui, du aufgeblasener Typ! Was fällt dir ein, uns zu ignorieren? Die machen wir platt! Den wird man auf richtig fett angeschält, Brummen! Meine Güte. Es ist Diebstahl, die Pokémon anderer Leute an sich zu nehmen. Sebi, richtig? Nö. Dürfte ich dich bitten, den Herrn da zu übernehmen? Ich kümmere mich um diesen hier. Wie die da blöde rumfuchteln. Zeigen wir diesen Hohlschädel im Hafen! Ich hoffentlich bin. Gott. Oh, was sind denn das für Spasten hier? Yeah! Yeah! Ich werde dir zeigen, was für ein Bro ich im Umgang mit Pokémon bin! Check this out, Bro! Aber Team Skull Musik, da bin ich gespannt. Yeah. Oh Gott. Aber passt irgendwie zu so Piraten-ähnlichen Leuten nicht? Aber die Mucke ist auch geil. Oh yeah! Naja, wir verbrennen dich jetzt einfach mal. Yeah! Ach, das passt irgendwie nie zu Pokémon, so Stimmen einbauen. Das wirkt immer so komisch. Yeah! Du. Echt jetzt? Das war's schon! Dum dum dum. Du hast mir gezeigt, wie ein Bruder im Umgang mit Pokémon bist. Hey Bro, tun wir so, als hätten wir das nie bestellt, wäre das nie passiert. Lass uns ein Bier machen. Limas blöde Pokémon brauchen wir eh nicht. Ja, einfach zum Kopf schütteln. Meine Güte. Das hast du gut gemacht und deine Pokémon natürlich auch. Als Zeichen meines Dankes werde ich sie für dich heilen. Oh mein Gott, du bist doch so nett. Ist ja nicht so, als gäbe es in dieser Stadt zwei Pokémon-Senden. Senden. Als ich dich und dein Pokémon-Team in der Trainerschule gesehen habe, wurde mein Interesse geweckt. Erst bringt dich Professor Kukui persönlich dorthin und dann gewinnst du auch noch problemlos gegen die Direktorin. Jetzt musst du mir nur noch beweisen, dass du geeignet bist, dich meiner Prüfung zu stellen. Was sagst du? Fühlst du dich mir gewachsen? Achso, jetzt schon. Ja,
Ja. Fight me. Dann präsentiere ich dir voller Stolz die Pokémon von Captain Elima. Wir haben gehört, du bist ein Farbigel. Das ist ja auch nicht so knorke, würde ich jetzt sagen. Schau mal, wie toll ich bin. So hübsch. So reich. So wunderbar. Magoonior, okay. Was ist das für eine Stellung? Passt irgendwie nicht zu so einem Schnösel. Naja. Gut, dann kluden wir dich nieder. Los, Torch. Haben wir nicht schon Pokémon gehabt, so auf Level 10? Naja, wurscht. Nein, Verteidigung, was soll ich jetzt nur machen? Ich klude dich weiter und dann verbrenne ich dich jetzt wahrscheinlich. Komm, na schade. Ich hätte schon ein bisschen abziehen. Aber nicht allzu viel und deswegen ist dein Magoonior tot. Oh, come on. Zöger es nicht hinaus, deine Niederlage. Sag mir nicht, jetzt wird ein Two-Hit. Nee, ein Two-Hit wird nicht ausreichen. Oh, come on. Nur eine Zeitverschwendung hier, dann probier's mal mit Kratzer. Weil unser Angriff ist ja auch nicht so schlecht, dürfen wir nicht vergessen. Tackle. Tackle. Und. Joa, 16. So alt bin ich ja. Nicht. So alt war ich vor. Dieser Part kommt im Februar, März raus. Ende Februar, glaube ich. Nach meiner Planung. Wenn Mitte Februar das Projekt beginnt, dann sollte dieser Part so Ende Februar kommen oder so. Das bedeutet, ich bin noch keine 22, also 16 Jahre war ich vor 5 Jahren. So. Ich weiß, war sehr wichtig, aber egal. So, ja, Hurley. Ach, und der Hintergrund auch wieder wunderhübsch. Und ein Farbigel. Schauen wir mal, was das Farbigel kann. Mich würde es ja nicht wundern, wenn es jetzt irgendwie eine Wasserattacke kann, weil wir einen Feuerstarter genommen haben. Tackle wäre immerhin das Gescheiteste, egal ob du jetzt irgendwie Aquaknarre hast oder so. Ja, weil Stepis, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Tackle! Naja, bis ich dieses Farbigel besiege, kann ich ja noch was dranhängen. Ich habe ja schon öfters erwähnt, dass ich ja gerade mein Praktikum habe, nicht? Und wenn ich dann irgendwann Zeit habe, werde ich näher drauf eingehen. Ne, so eine Art Reflexion mit euch. Aber ich kann ja jetzt mal ansprechen, was mir... was Besonderes war, auch beim Praktikum, bevor überhaupt das Praktikum angefangen hat, nämlich... Normalerweise fahre ich ja immer zu meiner Hochschule mit dem Rad hin. Ist auch gut, ne? Dann habe ich täglich Sport, kann man sagen, unter der Woche. Insgesamt so eine Stunde bis eineinhalb Stunden mit dem Rad dann. Pro Tag. Und das ist ja eigentlich ziemlich nice, ne? Das ist wahrscheinlich jetzt auch ein Grund, warum ne, das mit den weißen Flecken und sowas. Ich glaube, sowas habe ich schon mal gehabt. Und das war in einer Zeit, wo ich... erstens mal doch etwas an Arbeit gehabt habe und zweitens, wo ich in der Zeit habe ich eben keinen Sport betrieben oder war halt nicht so oft in der frischen Luft oder so. Das hat wehgetan. Hoffentlich bist du jetzt schneller. Komm schon, Glacier. Na schade. Warum zieht das so viel ab? Naja. Dann muss ich ihn Trank verwenden, wie es ausschaut. Ah, das wollte ich eigentlich nicht. Naja. Nur falls ihr euch fragt, was war da los? Ist eh nichts Schlimmes oder sowas. Nee. Das war einfach... Man darf ja auch nicht vergessen, ich hatte jetzt auch die letzten Tage ziemlich viel Arbeit, was jetzt Praktikum betrifft. Ne? Das ist ja auch nicht einfach so, ja, jetzt bin ich in der Schule und lebe mein Leben. Das ist ja auch Arbeit. Besonders bei unserem Praktikum, wir haben hier sehr viele Möglichkeiten, uns einfach auszuprobieren. Unsere Lehrerin ist da ziemlich sozial. Es gibt auch andere, die möchten einfach jedes Mal so eine Unterrichtsplanung schriftlich haben, die perfekt ausgearbeitet ist. Unsere sagt einfach, okay,
ihr könnt mal ausprobieren. Das habe ich mir jetzt vorgestellt für Deutsch, Mathe und blablablub. Und ich möchte halt, dass du das vorbereitest und sowas. Und ja, wir müssen da jetzt nicht schriftlich abliefern. Das können wir auch dann im Nachhinein machen. Das ist halb so schlimm. Die lässt uns einfach ausprobieren. Und das finde ich auch nice. Allerdings muss man dann auch in Betracht ziehen. Was soll ich verlieren lassen? Dass wir eigentlich bisher jeden Tag eine Stunde gehabt haben, ne, die wir selber alleine geregelt haben und geplant haben und durchgeführt haben mit der Klasse. Jeden Tag. Das muss ich jetzt auch noch dranhängen. Es hat eigentlich vor dem Studium noch geheißen, vor dem Praktikum geheißen, wir müssen keine Stunde halten, wenn wir es nicht möchten. Vielleicht am Ende eine Stunde ausprobieren, aber eigentlich ist so vorgesehen, dass man vielleicht so 20 Minuten übernimmt oder so von einer Einheit. Und unsere Lehrerin nimmt das nicht so genau, beziehungsweise die macht dann nicht so einen Stress. Die sagt einfach, ja, probier's einfach mal aus. Und dann haben wir gleich am zweiten Tag ausprobiert, haben am ersten Tag ausgeholfen und haben seitdem jeden Tag eine Einheit gehabt, auch geplant und auch durchgeführt. Und das fand ich sehr, sehr nice, dass wir das konnten, weil ich habe auch sehr viel gelernt, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Naja, 30 zahlt sich eigentlich nicht aus, nicht? Ne? So. Und ja, aber wieder zurück aufs Thema, ne? Ich hatte eben jetzt durchs Praktikum auch sehr viel zu erledigen, zu tun, nicht schlecht, runter geht an dich. Und ja, auch was jetzt meine Let's Plays betrifft, ich habe am Wochenende vor diesem Beginn, ne, vor dem Beginn dieser Aufnahme von diesem Spiel, ne, habe ich Danganronpa, glaube ich, fertig bearbeitet, auch aufgenommen. Ich habe auch noch die Taglog habe ich was gemacht, alles fertig gemacht. Alles, was noch offen stand für mich zu diesem Zeitpunkt, habe ich alles gemacht vor diesem Beginn hier. Das ist auch Arbeit. Und ich glaube, da habe ich einfach nicht realisiert gehabt bei der ersten Session, dass Aufnehmen auch ziemlich anstrengend werden kann. Besonders, wenn man länger aufnimmt. Und das war einfach zu viel dann. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich auf einmal so weiße Flecken gesehen habe oder sowas. Ich war einfach irgendwie überfordert, kann man sagen. Oder halt, ja, zu viel Arbeit. Ich habe mir da keine Ruhe gegönnt. Ich bin ja gleich nach dem Praxistag, habe ich ja gesagt, habe gegessen und habe dann aufgenommen. Ich habe mir einfach keine Ruhe gegönnt. Naja, das wollte ich hier einfach nur angesprochen haben. Du bist... Nein, du und deine Pokémon seid ein sehr interessantes Team. Bitte lege unbedingt meine Prüfung in der Vegetationshöhle ab. Vegetation klingt besser. Ich nenne sie die Elima-Prüfung. Ich bin so wichtig, deswegen. Ja, also du findest die Höhle hinter Route 2. Dein Rotom-Pokédex zeigt dir wo. Also dann Alola. Sagt man das auch zur Verabschiedung? Gut. Und ich realisiere gerade, das ist ja die Prüfung. Wir müssen ja 7 Prüfungen machen und das ist eine davon. Das realisiere ich gerade jetzt erst, ne? Das ist ja aber doof. Naja. So, aber ich möchte noch was fertig ansprechen, nämlich, was wahrscheinlich auch eine gewisse Anstrengung war nämlich dämlich, können wir da rein? Ja, das. Dass ich eigentlich mich für eine andere Volksschule, Grundschule, eigentlich eingeschrieben habe. Eine, die in der Nähe liegt. Na, aber nicht. Die in der Nähe liegt, ne? Also, wurde zwar angeboten und ich habe da auch, wir hatten die Möglichkeit eben, uns einzuschreiben für eine Volksschule. Aber ich habe nicht meine bekommen, die zu Fuß 2-3 Minuten weg wäre, sondern ich habe eine bekommen, wo ich nicht mal mit dem Fahrrad hinfahren kann, weil es so weit weg ist. Und ja, da musste ich mit dem Auto fahren. Und das war auch ein gewisser Stress, weil ich ja noch nicht meinen Führerschein gehabt habe. Den habe ich erst so
einen Monat vor mein Praktikum abgeschlossen, beziehungsweise habe ich meinen Führerschein gemacht. Und da mussten wir dann auch warten auf meinen Führerschein und ja. Ich habe auch dementsprechend noch nicht so viel Erfahrung gesammelt mit Autofahren und sowas. Und habe da eben, wie lange brauche ich denn? 25 Minuten mit dem Auto zu meiner Volksschule, zu meiner Praxisgrundschule. Volksschule heißt Grundschule bei uns, ne? Oder, ja, Volksschule, so. Für die, die nicht wissen, was redet der dauernd? Meise süß. ja. Und... was ist los? Achso, du bist... ich muss dich drücken, wie es ausschaut. Naja. Aber das kam eben auch noch hinzu. Meise süß. Komm. So süß, dass ich auch zum ersten Mal so gesehen selber auch mit dem Auto gefahren bin. Da musste ich auch erst reinkommen. Ja, wie schon gesagt, ich hatte nicht wirklich sehr viel Übung und Erfahrung gesammelt mit Autofahren und dann alleine so weit weg. Wobei man muss auch sagen, die meiste Zeit dieser Strecke ist Autobahn und das ist eigentlich eh nicht schwierig. Dementsprechend, ja. Aber man ist da ein bisschen nervös, ne? Und das war wahrscheinlich auch ein kleiner Stressfaktor, kann man sagen, in der Zeit. Da habe ich mir dann auch keine Ruhe gegönnt. Naja. Das wollte ich ja auch einfach ansprechen. Das war natürlich auch was Neues dann für mich, das mit dem Auto fahren. Das war wirklich das erste Mal, dass ich alleine mit dem Auto gefahren bin. Jetzt auch die letzten Tage. Ich bin einfach keine. Ich habe es ja schon angesprochen. Ein Monat vor meinem Praktikum habe ich meinen Führerschein gemacht. Und da kann man sich fragen, warum jetzt erst mit dem Auto fahren? Irgendwie, ich bin kein Autofahrer. Ich fahre lieber irgendwie mit dem Rad in meine Hochschule. Da geht es sich ja noch gut aus. Wäre die Hochschule auch weiter weg, dann hätte ich auch mit dem Auto hinfahren müssen, aber da habe ich ja doch irgendwie mein Glück. Und wie schon gesagt, eine Stunde bis eineinhalb Stunden mit dem Fahrrad jeden Tag, also einmal so 30 Minuten hin und einmal wieder zurück. Oder es variiert. Kann auch 45 Minuten dauern, so eine Hinfahrt oder so, ne? Naja, aber wie schon gesagt, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Hat man dafür. Naja. Aber das war auf jeden Fall auch was sehr, sehr Interessantes hier mit dem Auto dann alleine fahren. Und ich habe jetzt ein ziemlich gutes Gefühl mittlerweile schon. Wie oft bin ich jetzt gefahren? Heute ist Freitag, eine Woche. Sind eigentlich 4, 5, ich glaube 6 Tage bin ich jetzt allein mit dem Auto gefahren. Und jetzt läuft es eigentlich ziemlich gut. Da gab es ein paar Stellen, wo ich mir noch ziemlich unsicher war, zum Beispiel das Abbremsen bei einer Autobahn, also wenn man dann die Ausfahrt nimmt, besonders wenn dann ein Kreisverkehr nach der Autobahn kommt, da konnte ich noch nicht so gut abbremsen und zurückschalten, das läuft mittlerweile schon ziemlich gut und generell alles. Auto ist mir zwar ein bisschen abgestorben, ein paar Mal am Anfang, aber das passiert mir jetzt auch nicht mehr. Naja, das wollte ich einfach auch angesprochen haben. Und dann ging es eben zum Praktikum. Naja, Leute, sorry, dass ich hier jetzt nicht wirklich viel Fortschritt gehabt habe. Jetzt am Ende, weil ich nur gequasselt habe über irgendwas. Ach, das mache ich eigentlich eher ungern, aber wenn ich im Reden bin, dann kann ich da jetzt rein. Ja, wenn ich im Reden bin, dann möchte ich ungern irgendwie sagen, nö, ich spreche es nicht weiter an, das Thema oder so. Und ich möchte auch nicht weitergehen, weil wahrscheinlich wartet dort oben noch jemand auf uns. Und dann quasselt dieser jemand uns voll und ne. Naja, Leute, auf jeden Fall war's das für heute. Wir sehen uns irgendwann wieder. Ich stelle mich da in den Weg von diesem Herrn. Tja. Der hat jetzt Pech gehabt. Ich gehe. Naja. Bye, bye.